Mit diesem Video möchte ich zur Aufklärung helfen, warum es so wichtig ist, dass ihr zu Hause bleibt. Passt genau auf und verteilt dieses Video an alle, die ihr kennt. In den folgenden Simulationen sind die blauen Punkte nicht infizierte Personen, braune Punkte sind infizierte Personen, welche auch weitere Personen infizieren, und rosa Punkte sind geheilte Personen. Die Voraussetzung dieser Simulation ist die, dass jeder, der infiziert ist, jeden, der nicht infiziert ist und ihn berührt, damit infiziert. Das ist ein bisschen krass, diese Annahme, aber zeigt dennoch ganz klar die Tendenz. Hier wird gezeigt, wie jeder Infizierte jeden Nicht-Infizierten, den er berührt, infiziert. Hier passiert dasselbe, mit dem Unterschied, dass die bereits Infizierten nach einiger Zeit geheilt sind und dann rosa werden und somit nicht mehr infektiös sind. Das ist die Simulation eines Dorfes mit 200 Bewohnern, wo sich alle jeden Tag bewegen, und schaut, wie schnell es geht, bis das ganze Dorf infiziert ist. Hier seht ihr die Simulation einer Quarantäne, und wie wir alle wissen, ist es nicht möglich, die Quarantäne total zu verschließen. Es wird immer Leute geben, die Essen bringen müssen, die irgendwelche Kranken versorgen müssen, und schaut, was passiert. Die ganze Bevölkerung wird dennoch infiziert. In dieser Simulation bewegen sich 25% der Leute, und schaut, wie schnell es geht, bis trotzdem fast alle infiziert sind. In dieser Simulation bewegen sich 12,5% der Leute, und schaut, wie in diesem Fall und nur in diesem Fall der Virus quasi kontrolliert werden kann. Um das ein bisschen zu verdeutlichen, was das bedeutet, hier ein paar Zahlen. Eine Person, die täglich 30 Minuten zur Arbeit pendelt, hin und zurück jeweils 30 Minuten, die zum Einkaufen 20 Minuten braucht und 60 Minuten Sport macht, und zweimal pro Woche geht sie einkaufen und macht Sport. Das sind dann knapp 500 Minuten. Das bedeutet, so eine Person hat maximal noch Anspruch auf eine knappe Stunde Aufenthalt in der Öffentlichkeit.